Titel auf unserer Veritas 17 wurde von unserem lieben Genossen Karl Marx inspiriert. Er endet das Vorwort zur ersten Auflage des Kapital. Jedes Urteil wissenschaftlicher Kritik ist mir willkommen. Gegenüber den Vorurteilen der sogenannten öffentlichen Meinung, der ich nie Konzessionen gemacht habe, gilt mir nach wie vor der Ausspruch des großen Florentiners: Geh deinen Weg und lass die Leute reden. London, 25. Juli 1867. Karl Marx. Deinen Weg und lass die Leute reden. Geh deinen Weg und hör nicht auf jeden, der dir seine Meinung in die Ohren schreit. Es geht ums Eigentum, das ist erkannt, um das Eigentum in unserer Hand. Für unser Eigentum ist es höchste Zeit. Wissenschaftlich begründet ist der Weg, den wir gehen. Drinnen in finsterer Nacht den Tag des Sieges sehen. Das gesellschaftliche Eigentum, es wird entstehen. Und es entsteht durch uns. Geh deinen Weg und lass die Leute reden. Geh deinen Weg und hör nicht auf jeden. Der große Florentiner hat's uns schon gesagt. Dante Alighieri hat's uns schon gesagt. Bourgeoisie verwirrt das Verständnis von unserem Ziel, erschwert die Erkenntnis, endlich den notwendigen Kampf gewagt. Wissenschaftlich begründet ist der Weg, den wir gehen. Können in finsterer Nacht den Tag des Sieges sehen. Gesellschaftliche Eigentum, es wird entstehen und es entsteht durch uns. Gesucht hast, wir sind jetzt.
jetzt verbunden. Wir tragen gemeinsam die Last und das wird so bleiben. Gemeinsam kämpfen wir bis zum Sieg und wir bleiben zusammen. Uns trennt nur der Tod, niemals der Krieg. Es geht um die Sache der Menschheit, um Frieden und Glück. Das ist der Kommunismus. Niemals in das Verbrechen zurück. Und das wird so bleiben. Gemeinsam kämpfen wir bis zum Sieg. Und wir bleiben zusammen. Uns trennt nur der Tod, niemals der Krieg. Thank you.
niemals werd ich vergessen, was in der Hauptstadt geschah. 1973, das 10. Festival. Aus aller Welt kam zusammen in unsere Hauptstadt Berlin. Die Jugend, sehr viele Studenten zum Festival nach Berlin. Sangen miteinander, drehten sich beim Tanz, Freundschaften entstanden, auch Jennifer und Hans sprachen miteinander, diskutierten viel. Frieden und Glück für alle, das ist unser Ziel. Und der Tag, er wird kommen, Frieden wird dann sein. Alle Menschen sind Freunde, keiner ist dann mehr allein. Niemals werd ich vergessen, was in der Hauptstadt geschah. 1973, mein Bruder war auch da, mein Bruder war auch da. Und er sang vom Frieden, in mir klingt sein Lied. Und er sang vom Frieden, in mir klingt sein Lied. Und er sang vom Frieden, in mir klingt sein Lied. Hier ist das Land, wo ich Amerika fand.
Ja, ich bin zu Haus in Kuba. Das ist unser Staat. Die USA wird das niemals sein. Die gehört in die Hölle hinein. Und ich sorg dafür, erkenne die Pflicht, die ich nun erfülle. Die USA in die Hölle hinein. Frieden wird dann immer sein. Leider kann ich hier nicht bleiben, in unserem schönen Heimatland. Meine Eltern, die sind noch da, sind allein in den USA. Gleich wenn ich in Boston ankomm, dann pack ich ein großes Paket, das tu ich gern für Amerika über Solidarität. Ja, das tu ich gern, erkenne die Pflicht, die ich sehr gern erfülle. Für Kuba zu sorgen, Schöneres gibt's nicht, die USA vor's Weltgericht. Compañero, ich komme wieder zurück nach Kuba. Compañeros, ich komme wieder zurück zu euch. Und auch zu euch kehr ich zurück, ihr schöne Senoritas. Ich komme wieder, endlich wieder nach. Wir werden tanzen in den Straßen mit den Freunden. Und die Schönen werden singen dazu. Auch wenn es regnet, sind wir dort glücklich, dort in Kuba. Ach, wie gerne, ach, wie gerne wär ich wieder. Mit meinem Leben stehe ich ein für unser Kuba. Ich werde immer für unser Kuba im Kampfe sein. Denn Sozialismus, ja Sozialismus ist dort in Kuba. Der Menschheit Zukunft, der Menschheit Zukunft ist dort. Lust.
denn nur im Frieden ist das Leben lost. Spitze zu bieten, das ist keine Lust, das ist uns klar. Doch Imperialismus verhindert stets Frieden. Das System bleibt immer, was es stets war. Es wird nur noch schlimmer, Jahr für Jahr. Das System bleibt immer, was es stets war. Es wird nur noch schlimmer, Jahr für Jahr. Als Klasse vernichten, das ist unser Totengräberberuf. Den Sozialismus für alle errichten, Geburtshelfer sein ist der Doppelberuf. Die Bourgeoisie als Klasse vernichten, das ist unser Totengräberberuf. Den Sozialismus für alle errichten, Geburtshelfer sein ist der Doppelberuf. Miss dem Junker Kleider und miss ihm Hosen an. In Sammet und in Seide war er nun angetan, hatte Bänder auf dem Kleide, hatte auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herren und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt. Die Königin und die Zofe gestochen und genagt. Und durften sie nicht nicken und weg sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken, doch gleich wenn einer sticht. Wir knicken und ersticken, doch gleich wenn einer sticht. Aus Europa musst du fliegen, erst nach Asien, nun zurück in die Heimat zu den Lieben. Dass du kommst, ist für sie Glück. Doch wir müssen von dir scheiden, du kannst nicht mehr bei uns sein. Müssen Trennung, Schmerzen leiden, haben Tränen, Äugelein. Doch wir bleiben verbunden, unsere Freundschaft, sie wird stets bestehen. Ja, wir haben uns gefunden, unsere Freundschaft ist so schön.
Zimmer von Christiane haben wir in dein Händebeet. Von den Pflanzen dort am Fenster kleine Pflänzchen eingesät. Vor dem Fenster in der Heimat werden sie dir schön gedeihen. Von dem Wasser, das du auf sie gießt, und von deinen Streicheleien. Ja, wir bleiben eng verbunden, unsere Freundschaft, sie wird stets bestehen. Ja, wir haben uns gefunden, unsere Freundschaft ist so schön. Zwar gehst du heute weit fort, doch du bleibst hier in unseren Herzen. Sag uns ganz leise das Abschiedswort. Wir versuchen zu scherzen, doch dieser Abschied ist schwer. Vielleicht ein Abschied für immer. Kontakt nur übers Internet. Das ist ein Trost, der Schmerz wär sonst noch schlimmer. Heut gehst du fort, doch du bleibst bei uns, Esmeralda. So haben wir dich getauft. Du bleibst für uns, Esmeralda. Grüß deine Eltern von uns allen. Sie mussten dich so lange entbehren. Dein Zeugnis wird ihnen gefallen. Werden sie die Kluge ehren. Esmeralda, so haben wir dich getauft. Du bleibst für uns, Esmeralda. Esmeralda bleibt bei uns. Wird die Freundschaft vergehen, immer wird sie bestehen. Esmeralda bleibt bei uns, wohnt in unseren Herzen. Niemals wird die Freundschaft vergehen, immer wird sie bestehen. Gehen.
hat die Liebe wohl erweckt. Darum ist für die hohe Freundschaft und die tiefe Liebe auch in Europa das Nikoblatt als edles Zeichen in Gebrauch. Du sollst nun das Zeichen tragen, die Arbeit von des Goldschmieds Hand. Immer wieder sollst dir sagen, Freunde hab ich im deutschen Land. Deine Sachen gepackt und den Fahrschein gekauft. Jetzt bist du unterwegs, um den Castor zu stoppen. Proletarier in Uniform stehen am Tatort bereit. Mit Gummiknüppeln dir die Zähne auszuschlagen. Von der Bourgeoisie gegen's Atom aufgehetzt, damit sie Atombomben weiter verwenden. Du wurdest vom Klassenfeind gegen's Atom aufgehetzt, damit du die Atombombe nicht siehst in ihren Händen. We'll be right back.
haben wir unsere Kraft zerschlagen. Wir lassen uns nur selber allein. Der eigenen Kraft vertrauend die Feinde verjagen. Niemals, niemals mehr allein. Hand in Hand in Freundschaft verbunden. Immer, immer füreinander sein. Der Welt suchst du deinen Platz, doch niemand reicht dir dort seine Hand. Die Bourgeoisie gab dir Träume zur Preisgabe unserer Kraft. Wer siegt, wenn wir unsere Kraft zerschlagen? Wir lassen uns nur selber allein. Der eigenen Kraft vertrauend die Feinde verjagen. Niemals, niemals mehr allein. Immer, immer füreinander sein. Zeit, um Zeit zu verlieren. Jeder Tag ist für den Anfang gut genug. Nicht länger warten auf irgendein Zeichen. Wir geben das Signal. Nicht länger warten auf gute Zeiten. Wir sehen jetzt die gute Saat. So werden wir den Weg beschreiten, jetzt durch uns die Tat. Jetzt ist die Zeit, dass wir uns erheben, nur durch uns dreht sich das Rad. Geh nicht mehr abseits, beginne zu leben. Wir erkämpfen unseren Staat. Mein liebes Kind, du bist noch nicht auf der Welt.
doch ich sorg mich um dich jetzt schon. Denn du sollst wie die Eltern arbeiten für Geld, sollst dich verkaufen für Arbeitslohn, weil du als Proletarierkind geboren wärst, sollst auch du Lohnarbeiter sein. Doch ich werd sorgen, dass du niemals dich verirrst. Ich werde dir sagen, wie wir uns befreien vom Proletarier-Dasein. Wir werden das gesellschaftliche Eigentum endlich herstellen, es ist Zeit. Liebes Kind, du sollst im Kommunismus leben. Zur Revolution bin ich bereit. Welt. Oder ist es durch mich noch immer nicht so weit? Wir wissen, wem es nützt, wenn wir zaudern und sagen, dass wir über uns bestimmen, ist längst an der Zeit, dass wir über uns bestimmen. Ist längst an der Zeit. Nutze deine Lebenszeit, um für dich wirksam zu sein. Das Neue in die Welt hinein. Wir bestimmen, wie lange noch das alte Nahrung bekommt. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für uns. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für uns. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für das Leben. Nie mehr tätig für Niedergang, nur noch tätig für das Leben. We'll be right back.
Bisher dachte ich, ich wäre abgeklärt und kühl und träfe überlegte, kluge Entscheidungen. Doch ich war dann überrascht durch das Wutgefühl, das mich überkam in der Straßenbahn. Der Kontrolleur kam an, oh, ich kannte den Mann. Er war mal Parteisekretär in unserem Betrieb. Jetzt kontrolliert er mich so, so wie einen Dieb. Ich flippte aus, ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich schrie ihn an, du bist ein Blödmann. Er zeigte mir, so wie man das heute macht, den Finger und er hat gelacht. Den Fahrschein zur Kontrolle bitte, ohne die für diesen Fall vorgesehene Buße. Keinen Fahrschein. Ja, es gibt auch kleine Gründe für die kommunistische Revolution. Mein Parteisekretär hat mich wieder motiviert, und zwar sehr überzeugend. Thank you.
Die Abendsonne scheint uns entgegen, der Tag geht bald nun in die Nacht. Und wir müssen uns jetzt fragen, was hab ich am Tag vollbracht? War es nützlich heut mein Leben? Was ist durch mich heut getan? Konnte ich was Gutes geben? Brachte es uns heut voran? Wir sitzen jetzt in einer Runde, denken an den neuen Tag, sind durch unser Ziel verbunden, sind bereit zur nächsten Tat. Und wir wissen, was zu tun ist, was durch uns getan sein wird. Und das, was wir morgen schaffen, beginnt schon heute vor der Nacht. Und so errichtet ist das Fundament, das uns nicht wie Sand zerrinnt und kein böses Wort uns trennt. Hier, wo unser Sieg beginnt. Eiskalt weht nordischer Wind, sehen wir schon Blumen blühen in dieser Nacht. Rings Schnee und Eishügel sind, sehen wir schon. Doch die Blütenzeit kommt nicht, so wie der Morgen. Unser Tag kommt nur durch unsere Tat. Für unseren Sieg werden wir sorgen. Säen, hegen und pflegen unsere Saat in dieser Nacht. Werden die Waffen geschärft, damit unser Kampf siegreich wird. In dieser Nacht wird unser Schlachtplan durchdacht, damit wird im Kampf der Feind verwirrt. Doch die Blütenzeit kommt nicht, so wie der Morgen. Unser Tag kommt nur durch unsere Tat. Für unseren Sieg werden wir sorgen.
Hegen, hegen und pflegen unsere Sache.